Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von mir von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, folgendermaßen, und zwar habe ich hier schon mal was angetestet und würde gerne ein neues Spiel anfangen mit euch. Wallner klappt nicht. Deswegen nenne ich das einfach mal Graf. Ja, auf jeden Fall wollte ich... Ich glaube, es gibt ein Problem, wenn ich jetzt wieder klein drücke. Von daher... Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen muss ich das alles neu starten. Das wollte ich euch mal zeigen. Dieses Problem gab es die ganze Zeit schon. Folgendermaßen, auf jeden Fall würde ich gerne neu spielen, mit euch dieses Spiel mal spielen und ich hoffe, das läuft ohne Probleme ab. Ich nehme mich einfach mal Grab und starte mal neu. Ich habe jetzt dementsprechend den Emulator nochmal alles komplett geupdatet und so weiter und so fort, weil es ziemlich viele Probleme mit Sound und allem drum und dran gab. Und deswegen sage ich von vornherein, den Sound lasse ich mal an. Normalerweise lasse ich bei solchen Sachen, ja, mache ich ja den Sound aus, weil es halt immer Probleme gab oder etc. etc. Bei dem Spiel allerdings hätte ich den Sound schon gerne und deswegen teste ich das einfach mal. Ich gucke mal, wie der Sound los ist. Wenn es zwischendurch so kleine Soundfehler oder so gibt, dann ist das zu verzeihen. Da kann ich aber jetzt nichts machen. Das ist dann einfach anhand von dem Emulator und von der ROM etc. etc. alles so drin. Auf jeden Fall machen wir es so, wir spielen Oracle of Ages, ein Spiel für den Game Boy Color, das ich hier auch in der Schublade rumliegen habe. Held, nimm dein Schicksal an. Wir landen also irgendwo und ich würde gerne, ja, will euch gerne mal mitnehmen. Ich habe das als Kind sehr, sehr gerne gespielt, war eines meiner ersten Game Boy Color Spiele, das ich hatte. Ja, und hatte einfach viel, viel Spaß damit. Ich weiß nicht, wie lang, wie groß es wird oder sonst was, von daher keine Ahnung, aber ich hoffe, wir haben gemeinsam Spaß damit und ja. Jo, wollen wir mal. Also Oracle of Ages, wollen wir mal. Plötzlich wurde ich angegriffen. Vielen Dank, Reisender. Wie lautet dein Name? Ah, Graf, ich erkenne einen auf deinem linken Handrücken. Es ist das Zeichen eines hirualischen Helden. Deswegen sind die Monster geflüchtet. Ich bin Impal, die Zofe von Prinzessin Zelda. Aus Hyrule. Ich suche eine Sängerin namens Nairo. Bist du mir behilflich, Graf? In deiner Nähe fühle ich mich viel sicherer. Man merkt, dass sie ziemlich blau ist, die Dame. Der geht es scheinbar nicht gut. Welch ein herrlicher Platz, so reine Luft. Wenn doch die Zeit stillstände. Wir haben unser Utopia gefunden. Bald werden noch mehr von uns hierher kommen. Das ist super. Wir können auch großartig nirgends lang gehen. Das bedeutet, wir müssen das hier immer so ein bisschen hin und her machen. Oh, das ist es. Ein Felsen mit einem Dreieck. Das muss ein Zeichen sein. Würdest du bitte diesen Felsen beiseite schieben, Graf? Ich bin zu schwach. Wir können den Felsen nach rechts oder nach links verschieben. Man merkt, dass die... Was ein bisschen weird ist. Nairos Haus in der Stadt. Wir können auch nirgendwo anders dahin. Also von daher... ja, die Zofe wird jetzt langsam ganz schön nervig. Die hält auch Abstand von dem Felsen. Ja. Das hat schon seinen Grund. Vielen Dank, lass uns gehen. Okay, die hat sich uns angeschlossen. Wir müssen den Felsen auseinanderräumen. Oh, ist aber ein schöner Gesang. Hat aber auch seinen Grund. Hier können wir nirgends noch nichts machen. Wir haben ja noch nichts. Wir haben noch kein Menü. Wir können auch keinen Start oder so drücken. Na gut. Wir müssen erstmal mit allen hier sprechen, weil das war am Anfang echt problematisch, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Aber wir müssen erst mit allen hier sprechen und dann können wir uns dazusetzen. Also, Hoppeläschen, lala, lalalilila, lalilila, ach du Scheiße. Wie bitte? Nairo ist die beste Sängerin von Labrina. Psst, ich höre Nairo doch beim Singen zu.
Cool, ich will Nairo zuhören. Krähe, krähe. Jetzt geht er zur Seite. Setz dich und hör zu, wie lieblich. Das machen wir doch. Ist das nicht bezaubernd? Na, oh, schön singt sie da. Ja, hat wenigstens auch Elfenohren wie der Link, nicht so wie bei... Obwohl, doch, haben, glaube ich, relativ viele. Ihr seid abgesandte Hyrules, habe ich recht, Impa und Graf. Stimmt's? Eine Taube brachte Kunde von eurer Ankunft. Mein Name ist Ralf, ich bin ein alter Freund Nairos. Wir heißen euch willkommen. Das ist schön. Dankeschön. Du kommst den weiten Weg von Hyrule hierher. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nairo. Ich bin in tiefer Sorge, seitdem ich hörte, dass Labrina großes Unheil bevorsteht. Keine Sorge, Nairo. Ich bin hier und jage jedes Monster fort, um dir, das dir zu nahe kommt. Pardon, Graf, doch ich zweifle daran, dass wir dich benötigen. Du musst verzeihen, Graf. Ralf ist immer etwas aufbrausend, wenn es um mich geht. Aber ich spüre, dass Böses naht. Ganz so, wie Ralf sagte. Da sieht man schon, mit der Impa stimmt irgendwas nicht. Ah! Ganz recht, die treffende Vorahnung einer Sängerin. Oder sollte ich besser sagen von Nairo, dem Orakel der Zeiten. Das Böse wird sich nun direkt vor euren Augen manifestieren. War auch der Grund, weswegen die den... Ja, sehen wir, hören wir gleich. Was sind das für eine olle Schrapnelle? Deine Frisur ist aber schräg. Ausgezeichnet, Graf. Du hast es mir ermöglicht, die heilige Barriere zu überwinden. Diesen Moment habe ich herbeigesehnt. Ich bin Verran, Meisterin der Schatten. Ja, die Barriere, damit meint sie den Felsen. Nairo, Orakel der Zeiten. Ich mache mir deinen Leib zu eigen. Du olle Schrapnelle. Warte mal ab, hier mache ich einen Strich durch die Rechnung. Nein, Nairo, was passiert mit dir? Was hast du Nairo angetan? Gib sie sofort wieder frei oder du wirst meine Klinge spüren. Haha, ein tapferes Kerlchen. Du richtest dein Schwert gegen mich. Wenn du mich bezwingst, ist es Nairo, die stirbt. Oh, du hinterlistiges Mistbiest. Nairo ist weit mehr als eine Sängerin. Sie ist das Orakel der Zeiten, das den Verlauf der Zeit steuert. Nun verfüge ich über die Kräfte des Orakels. Ich kann durch die Zeit reisen, wie es mir beliebt. Nun bricht eine neue Ära an, die Zeit der Finsternis. Ja, in dem Spiel spielt man so ein bisschen mit der Zeit. Es gibt zwei Zeitebenen. Ich werde nun die Vergangenheit aufsuchen, um zu machen, was mir beliebt. Und hier spielt man so ein bisschen, was sich in der Vergangenheit, wenn man in der Vergangenheit was ändert, das hat natürlich auch auf die Zukunft Auswirkungen. Ganz nett. Für einen Gameboy-Titel vielleicht teilweise ein bisschen komplex für die damalige Zeit, aber hat mir gefallen. Ja, die verändert jetzt ein paar Leute. Und hier hauen natürlich jetzt die ganzen Affen ab. Die sind ja theoretisch, wenn es in der Vergangenheit scheiße ist, hier offiziell nie erschienen. Und ja, die macht da halt Stress. Wir wissen nicht was. Der Kleine wird theoretisch ungeboren oder zu Stein. Und ja, es ist ganz... Oh je. Da geht ordentlich... Ist die Kacke am Dampfen. Diese Verran, sie konnte den Stein nicht berühren. Deswegen hat sie dich benutzt, um hierher zu gelangen. Seit ihrer Kindheit weiß ich, dass Nairo das Orakel der Zeiten ist. Ich wich nie von ihrer Seite und habe sie ständig beschützt. Und nun das, Nairo. Oh je, armer Ralf. Nairo, warte, ich werde dich retten. Nairo! So, was ist mit der Zofe hier? Oh, Graf, du hast mich gerettet. Ach, jemand hatte von mir Besitz ergriffen. Schatten lagen auf dem Orakel der Zeiten.
Daher hoffte ich, sie nach Hyrule bringen zu können. Ich hatte ja keine Ahnung, was hier passieren würde. Diese Verran jagt mir Angst ein. Sie hat mich dazu gebracht, ihr bedingungslos zu gehorchen. Verran sagte, sie wolle in die Vergangenheit reisen. Sie muss irgendwas mit Nairos Kraft vorhaben, um in der Vorzeit einen Plan in Gang zu bringen. Man spürt in Labrinna, so heißt die Gegend, bereits die Auswirkungen. Daher müssen wir sie aufhalten. Verans Mummenschanz hat meine Glieder ermatten lassen. Ich kann mich kaum mehr bewegen. Graf, wenn das Fragezeichen oder das Triforce-Symbol auf deiner linken Hand echt ist, dann bist du vielleicht der Held, der diese Welt rettet. Bitte, hilf uns. Ach ja, Zelda hat mir dieses Schwert gegeben. Ich überlasse es dir. Holzschwert. Erhalten eines Helden. Halte A oder B gedrückt, um es aufzuladen. Lass danach los und es folgt eine Wirbelattacke. Genau. Graf, suche den weiblichen Makobaum in Labrinna-Stadt auf. Dieser Makobaum wacht über ganz Labrinna und kann dir sicher weiterhelfen. In den Wäldern östlich von hier liegt das Haus von Airo. Dort werde ich mich ausruhen. Ja, jetzt können wir los. Wir können jetzt auch ins Startmenü. Mit Select können wir hier ein bisschen speichern und so weiter und so fort. Wir können jetzt hier, genau, haben jetzt das erste Schwert. Und ab geht's. Aber das muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Wir können jetzt hier diese Dinge aus dem Weg räumen. Und also für ein Gameboy-Spiel geht das richtig lange, muss ich sagen. Hier haben wir auch eine erste Karte. Die müssen wir natürlich alles freischalten und so weiter und so fort. Habe ich natürlich auch vor. Kommen aber später dazu. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich das mal richtig gespielt habe. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm's es mal als Let's Play. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Lust. Kann natürlich hier Rubine farmen, etc., etc. Das sind so Zeitportale. Damit können wir später was machen. Also ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber dazu dann später mehr. Ich will jetzt nicht alles vorweg spoilern für die Leute, die das Spiel vielleicht aus Altersgründen nicht kennen. Oder für die Leute, die es vergessen haben. Wir brauchen auf jeden Fall auch Rubine, deswegen werde ich versuchen, so ein bisschen mitzunehmen. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir alles hier hinkriegen. So, was haben wir hier? Dies ist Lirinna-Stadt. Was? Lirinna-Stadt, alles klar. So, wir können uns jetzt hier ein Schild kaufen oder drei Herzen, aber wir sind pleite. Hier gibt es auch noch irgendwie einen Special Shop da in dem Dingsbums, aber da können wir dann irgendwie später rein. Makobaum. Okay, wir müssen jetzt erstmal zum Makobaum. Okay, wir können ja sonst sowieso nichts machen. Auch die können wir noch nicht machen. Autsch, sind aber verdammt heiß, so kannst du sie nicht mitnehmen. Das sind so Beeren, hier gibt es so verschiedene Beeren, die verschiedene Eigenschaften haben. Und wir kriegen dann später einen Beutel mit, wo wir die verschiedenen Beeren dann benutzen können. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ja, von daher gucke ich einfach mal. Oh, eine Meerjungfrau. Wir können doch nicht schwimmen. Das können wir erst später. Also es gibt schon coole Sachen. Hier gibt es einen Ringhändler. Der... Herein, ich bin Vaso, der Juwelier. Du warst noch nicht hier. Komm, lass mich dir etwas über Schmuck erzählen. Ringe, die aus Arcanokernen gewonnen werden, verfügen über mystische Kräfte. Trägst du einen solchen, gehen diese Kräfte auf dich über. Dazu musst du ihn im Ringetui aufbewahren. Die mystische Kraft wird zunehmend schwächer, bis du sie gar nicht mehr benutzen kannst. Alles klar? Ja, passt schon. Oh, du hast kein Ringetui. Ich mag dich. Daher schenke ich dir dieses Ringetui. Level 1 Ringetui. Das bietet Platz für einen Ring. Da, nimm dieses Zeichen als Zeichen unserer Freundschaft. Du hältst einen Ring. Lass ihn später schätzen. Ein Ring muss geschätzt werden, damit sich seine Kraft offenbart und er getragen werden kann. Lass mich ihn schätzen. Welchen Ring darf ich schätzen? Also wir kriegen Ringetui, kriegen wir verschiedene Ringe etc. Die finden wir auch überall, auch im Kern oder in, ich glaube auch in Dungeons. Ich bin mir aber nicht sicher, ansonsten in Arcano-Kern. Und ja, die haben verschiedene Eigenschaften. Ich glaube, es gibt auch ein Level 2 Ring-Etui. Da können wir, glaube ich, drei Ringe zeitgleich tragen oder zwei. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Muss ich nochmal nachgucken oder lesen oder wir werden es dann sehen. Ich sehe, das ist ein Freundesring. Das Symbol einer Zusammenkunft. Dieses Mal ist es gratis, aber danach kostet es 20 Rubine pro Ring. Hast du zwei identische Ringe, kaufe ich dir einen für 30 Rubine ab.
nur zur Liste. Geschätzte Ringe werden auf die Liste gesetzt. Möchtest du einen Ring tragen, übertrage ihn aus deiner Liste in dein Etui. Sprich mit mir, um deine Liste einzusehen. Wir schauen sie uns mal an. Genau, hier können wir jetzt das Ring-Etui nehmen, setzen wir das an und haben den Ring. So, vergiss nicht, Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen werden. Okay, was steht hier? Ich bin Blubra. Ich vergebe Schicksalsringe. Bist du an einem Schicksalsring interessiert? Warum nicht? Prima. Stelle mit einem Gamelink-Kabel die Verbindung zu einem anderen Gameboy-Color her. Sieh nur nach, ob dein Freund bereit ist. Okay, nun zu eurem Schicksal. Nach dem Start mache ich mich auf den Weg zu deinem Freund. Beide von euch wählen Start, wenn sie bereit sind. Also bereit, Start. Ja, aha, okay, ich verstehe. Man kann mit dem Gamelink-Kabel also Ringe tauschen. Ich verstehe. Ich bin stecken geblieben. Ist das Kabel angeschlossen? Überprüfe es noch und versuche es nochmal. Okay, was war mit der Schlange? Ich bin Rotra. Du hast Fragen zu den Ringen? Nö, erstmal nicht. Okay, alles klar. So läuft das also. Ja, ich habe das immer so ein bisschen... Ich fand es auf der einen Seite cool, dass man, wenn man das Spiel durchgespielt hat, kriegt man ein Geheimnis. Dann wird das Spiel selbst mal erweitert eine kleine Weile. Und wenn man Oracle of Seasons hat, dann kriegt man da auch noch was. Das ist eigentlich alles ganz cool, weil da kriegt man so Geheimnisse, die kann man dann miteinander eingeben und kombinieren. Und eigentlich ganz cool. Ich fand es halt nur schade, dass ich selbst nur das Ages besessen habe und ein Kumpel des Seasons. Wir haben immer so ein bisschen Geheimnisse ausgetauscht und daher habe ich das Spiel mindestens dreimal durchgespielt. Das war ganz lustig. Mein Name ist Florissa. Dies ist mein erstes Kind. Ein gesunder Junge, aber mir fällt einfach kein Name ein. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie würdest du ihn nennen? Ich würde ihn... Was ist denn ein schöner Name? Was ist denn ein schöner Name? Ich würde ihn... Ich würde ihn Sasch nennen. Machen wir es so. Wunderbar. Dein Vorschlag ist Sasch? Genau. Ein toller Name. Genauso werde ich ihn nennen. Er scheint ihm zu gefallen. Besuche uns bald wieder, ja? Super. Von dem kriegen wir, glaube ich, auch Akanu-Kerne irgendwann. Dann ist es beschlossen. Sasch soll er heißen. Hübscher Name. Ich hoffe, er wird ein feiner Bursche. Ja, das wird er bestimmt. So, okay. Ich will mich hier erstmal mal umgucken. Ich weiß ja theoretisch schon so, wo ich lang muss. Aber natürlich will ich hier ganz viel erkunden. Vor kurzer Zeit sind Leute verschwunden oder plötzlich zu Stein geworden. Einfach so, was geschieht nur? Ja, da ist jemand in der Vergangenheit und macht Scheiße. Mein Name ist Plen, ich bin Bürgermeister von Linnerstadt. Linner hat eine lange Historie, die hunderte von Jahren zurückreicht. Damals nannte man es noch Linnerdorf. Ich verstehe. Hier kommen wir auch später rein. Ich weiß nicht, ob man mit dem Bürgermeister später noch irgendwas machen kann oder nicht. Ich bin mir nicht ganz so sicher, sag ich ganz ehrlich. Von daher einfach mal gucken. Auf der anderen Seite des Ufers wird ein Turm errichtet. Ja, der Turm. Das wird auch noch interessant. Oh nee. Was geschieht nur? Mein Enkel ist zu Stein geworden. Wie? Warum? Wach wieder auf. So sprich doch zu deiner Oma. Oh nein, wir müssen ihm echt helfen. Was haben wir hier? Alles geht. Nur der Frosch hüpft. Ist das nicht ein Brüller? Was? Dieser Witz entspricht nicht gerade meinem Geschmack, aber was soll's. Ja, in der Not lässt der Teufel fliegen. Besser als gar kein Witz. Es lässt sich nicht... Hütte der allwissenden Aras. Neulinge sind willkommen. Ja, hier sind so Papageien oder Ara. Ja, sind ja Papageien. Sie erzählen uns halt allen möglichen Stuss. Für Leute, die wirklich wissen wollen, wie es abgeht oder sonst was. Ansonsten haben wir hier eigentlich noch nicht so viel zu entdecken. Deswegen müssen wir der Story auch gleich weitergehen. Hallo, Wuff, Wuff. Ich bin Mama Muyan, die beste Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus als der hier. Noch niedlicher. Leider ist er sehr schüchtern. Hast du eine Idee, wie man sein Gesicht verbergen könnte? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Muss ich mir mal merken, hier gibt es ja auch so kleine Quests, wo du dann halt zum Beispiel eine Sache nach der anderen wegschicken kannst und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz cool. Hat mir gut gefallen. So, was haben wir denn hier?
Hohoho, ich bin treu. In meiner Jugend habe ich die Welt bereist und zahlreiche Tiere gesehen. Sogar in meinem Alter bin ich noch mit Leib und Seele dabei. Schön, dass du hier bist, um mir zuzuhören. Ganz unter uns. Du ahnst nicht, was ich gesehen habe. Ich sah ein Monster, das Schilde frisst. Angsteinflößend. Ja, das ist so eine Anspielung an den Raubschleim, heißt er, glaube ich. Ich meine schon, wenn du von dem gefressen wirst, ist halt dein Schild weg. Und dann musst du den entweder besiegen, um das Schild wiederzukriegen, oder hast halt die Arschkarte gezogen. Wir machen jetzt einfach mal die Story weiter, dass wir hier ein bisschen weiterkommen als sonst wo. Marco-Passage. Hier kann man noch nichts machen. Noch nicht viel, hier kann man nur langlaufen. Hier steht nur, Achtung, gefährlich. Gefährliches Terror, das bedeutet, hier kann man noch nichts machen. In der Vergangenheit sieht das alles ein bisschen anders aus. Hier geht's nach oben, ja. Das sehen wir aber dann, wenn es soweit ist. Also hier ist alles abgesperrt, hier kannst du wirklich nur geradeaus gehen. Und du bist also der Marco-Baum. Wie schön, dich zu treffen, junger Held. Ich bin der Marco-Baum. Ich wache über Labrina. Veran, Meisterin der Schatten, hat Nairo das Orakel der Zeiten entführt. Sie stört den Fluss der Zeit aus der Vergangenheit heraus. Ihr Vorhaben ist es, die Welt mit einer Welle der Qual zu überschwemmen. Wir dürfen uns ihr nicht unterwerfen. Du musst Veran aufhalten, und zwar bald. Doch dazu benötigst du etwas. Oh oh, ich glaube, die Veran weiß Bescheid. Ah! Nein! Mir ist so, mir schwindet. Etwas geschieht mit mir in der Vergangenheit. Hilf mir! Das war's. Marco Baum ist weg? Na toll. Der Marco Baum? Auch das ist das Werk Verans. Graf, du hast es verhindert. Veran ist erst kürzlich durch das Zeitportal gegangen. Wenn wir in der Zeit zurückreisen, dann können wir Nairo und den Marco Baum retten. Ich komme, Nairo! Ja, und jetzt reisen wir in der Zeit. Der wird natürlich total verrückt. Noch jemand? Zuerst erscheint der Typ mit dem schrägen Hut und nun du. Seitdem diese Nairo kam, gehen hier die absonderlichsten Dinge vor sich. Ja, wir sind jetzt in der Vergangenheit und gucken einfach mal, wie wir weiterkommen. Ich habe irgendwie... Ja, in der Vergangenheit sieht es natürlich eine andere Karte. Müssen wir zweimal erforschen, alle Quadrate sozusagen. Jo, was haben wir hier? Sie sehen wie eine glückliche Familie aus. Ich wäre auch gern mit dabei. Okay, aber etwas schneller. Ich werfe, also fang du ihn, Fatih. Das ganze Dorf hat schwer mit dem Bau von Königin Ambis Turm zu tun, aber ein wenig Zeit für die Kinder muss schon bleiben. Hey, guter Wurf. Alles klar. Hier können wir wieder Gras schneiden. Wir haben zwar Besseres zu tun, aber scheinbar Link lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Oh, diese Musik ist geil. Die ist einfach wunderbar. Ich hoffe, dass die Aufnahmen einigermaßen in Ordnung sind. Ich werde jetzt auch nicht so lange hier rumeiern. Ja, hier können wir eh noch nichts machen. Von daher, ja, was haben wir denn hier? Seit vielen Tagen schon gibt es keine Nacht, als ob die Zeit stillstände. Ah. Ja, dann wissen wir also, was abgeht, und das macht die Leute natürlich verrückt, das ist klar. Bis vor kurzem war die Königin sehr freundlich. Sprich mal mit dem Dorfältesten über sie. Er wohnt auf der anderen Seite des Flusses, nahe dem Turm. Das werde ich machen. Ich glaube aber, ich habe da so eine ganz böse Vorahnung. Überall im Dorf tönt sich der Abraum vom Turmbau. Man weiß gar nicht, wo man gehen soll. Und alles Werkzeug, mit dem man etwas freiräumen könnte, befindet sich beim Bau. Ja, super. Das bedeutet, hier wird ein riesiger Turm gebaut. Und da kann man nichts machen. Wie wäre es mit einer Zielübung? Nur 10 Rubinen? Nein, ich habe noch keine. Wie du willst. Ich habe noch keine Rubine. Hier kann man auch was gewinnen, glaube ich. Volltreffer bringen Preise. 350 Punkte und mehr gibt einen Ring. 250 bis 349 Punkte gibt einen Gasha-Kern. 150 bis 249 Punkte, 30 Rubine. 50 Punkte bis 149, ein Herz. Unter 50 Punkte gibt es nichts. Viel Glück. Ja, hier gibt es so ein kleines Schwertspiel. Da kann man so einen Ball an Zielübungen rumeiern. Was haben wir hier? Postbote.
Das ist schlimm. Ich will pünktlich die Post zustellen, doch dazu fehlt mir die exakte Uhrzeit. Ja, das ist auch so eine Quest. Eins von den Sachen, die man halt... Ja, gibst Gegenstand A, bekommst Gegenstand B. Gegenstand B gibst du einer Person, die gibt dir Gegenstand C. Und wenn du dabei Z erreicht bist, kannst du die dann gegen irgendwas Cooles tauschen. Königin Ambi hatte einen Freund, einen Seefahrer. Doch eines Tages setzte er Segel und kam nie zurück. Nun lässt sie einen großen Turmbaum, um im ganzen Land Ausschau auf ein Zeichen seiner Rückkehr zu halten. Deswegen nennt man ihn Ambis Turm. Eine ergreifende Geschichte. Alles klar. Da wissen wir schon mal, warum. Ach, nur im Dunkeln finde ich Trost. Wie gerne würde ich meine Sorgen durch Lachen vertreiben. Doch es wird wohl ein Wunsch bleiben. Ja, das sind alles nur so Sachen. Ups. Jetzt bin ich wieder ins Wasser gefallen. Na, super. Das sind ungefähr diese Dinger. Diese lockere Erde ist ideal, um Kascha-Kerne zu pflanzen. Ganz genau. Die berühmte Hand aus dem Klo. Papier, hast du Papier? Nein, habe ich noch nicht. Kriegen wir alles später noch. So, hier, das kennen wir doch auch. Verdammte Kascha-Kerne. Pflanzen, hegen, pflegen, noch mehr Nüsse und all diese neuen Nüsse enthalten wieder verschiedenes Zeugs. Ah, geh mir fort damit. Hier, nimm das hier mit. Du hältst einen Kascha-Kern. Steck ihn in weiche Erde. Ja, ja, draußen ist ein Beet. Ich weiß, komm ja nicht auf die Idee, dort irgendwelche Kerne einzupflanzen. Okay, dann haben wir schon mal unseren ersten Kern. Den setze ich hier ein. Ja, kann man Kascha-Kerne pflanzen. Super. Die wachsen auch. Meistens ist es so, dass man da Dungeons betreten und verlassen muss. Also da muss man jetzt nicht einfach ein bisschen warten, sondern das wird nur durch gewisse Events getriggert. Sprich, wenn wir den ersten Dungeon haben und dann den Boss dort besiegen, dann kommt da so ein Kern zur Geltung. Hier kommen wir noch nirgends hin. Bürgermeister, die hat gesagt, ich soll die eine Mädel hat gesagt, ich soll mit dem Bürgermeister sprechen. Das wäre vielleicht eine Option. Wir haben ja Zeit. Ich bin Adler. 50 Jahre lang führte ich den Beraterstab des Palastes. Doch dann hat man mich fortgejagt und nun befinde ich mich im Ruhestand. Ich kenne die Königin nun, seit sie jung war. Das Wohl ihres Volkes war ihr stets das oberste Anliegen. Doch seitdem diese Nairo bei ihr ist, ist sie völlig verändert. Sie hörte nicht länger auf meine Ratschläge. Dieses Mädchen legte mir eine Verbannung nahe. Doch was? Na gut, wissen wir halt nicht, aber na gut, dann ist das so. Hier, das ist der Turm. Warum baut man etwas derart Großes? Eine sinnlose Schufterei ist das. Ja, ich kann mir auch, glaube ich, vorstellen, warum es hier keinen Dingsbums gibt. Dies ist der Eingang des Turms, der im Auftrag unserer Königin Ambi bis in den Himmel hineingebaut wird. Oh je. Ursprünglich sollte der Turm Königin Ambis Liebsten zur Orientierung auf See dienen. Doch seit Nairo kam, steht die Sonne fest am Zenit, als ob die Zeit selbst stillsteht. Denk jetzt aber nicht, die Königin halte uns zur Arbeit an. Im Dorf nennt man dieses Bauwerk bereits den Schwarzen Turm. Sieh dich nur um, manche Stellen sind jedoch abgesperrt. Steh aber nicht unnütz herum, das sieht man hier nicht gern. Alles klar, gucken wir uns den Turm mal an. Mach ich aber beim nächsten Part, weil dann sonst werden die Parts zu lange. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, ich mache im Anschluss direkt weiter, aber für euch werden wir das nicht sehen. Also für euch erst im nächsten Part. Haut rein, wäre cool, wenn ihr kommentieren, liken etc. würdet. Bis dahin, macht's gut, ciao, euer Graf.